Gut, also wir haben gestern angefangen, uns mit partiellen Ableitungen zu beschäftigen. Partielle Ableitungen spielen eine Rolle, wenn Sie Funktionen von mehreren Variablen betrachten. Zum Beispiel die Funktion 3x² mal y plus Sinus von xy. Nur ein Beispiel einer beliebigen Funktion von zwei Variablen. Die Funktion von zwei Variablen nimmt ein Paar von zwei Zahlen, die ich x und y hier genannt habe, und bildet daraus eine neue Zahl, den Funktionswert, an der Stelle xy. Die Stelle xy ist jetzt ein Punkt in der Ebene. Jetzt kann ich diese Funktion auch differenzieren und wir haben gestern die partielle Ableitung definiert. Wir haben gesagt, die partielle Ableitung df dx, da mit diesem kringelförmigen d, um das von der gewöhnlichen Ableitung zu unterscheiden, das ist die Ableitung der Funktion nach der Variablen x. Und was ich dabei damit meine, ist, dass ich die Variable y festhalte. Ich nehme für y einfach an, dass es sich um eine Konstante handelt. Für den Zweck der Bildung dieser Ableitung halte ich y fest und differenziere nur nach x. Die Differenziationsregeln sind dann 1 zu 1 übertragbar. Machen wir einfach ein Beispiel, Sie sehen dann gleich, wie das geht. Wir wollen jetzt diese Funktion hier nach x differenzieren. Das heißt, y ist für mich eine Konstante, so wie 3 oder 10 oder was auch immer. Ja? Also leite ich zunächst diesen Term ab, ich wende die Summenregel an. Die Summenregel sagt mir, ich kann die Ableitung auf die beiden Summanden aufteilen. Ich leite also den ersten Term ab, hier. Der erste Term hat nur ein x hier an dieser Stelle, das y ist wie eine Konstante. Also kann ich einmal das 3y hinschreiben, wie ein Faktor. Ja, das kann ich nach vorne ziehen. Und jetzt muss ich doch das x ableiten, das gibt mir 2x. Plus, so, und hier muss ich jetzt die Kettenregel anwenden, weil ich davor die äußere Ableitung bilden muss, also die Ableitung des Sinus und dies der Cosinus des Arguments, mal der inneren Ableitung von xy. Und was ist die Ableitung von xy nach x? Das ist y. Warum ist das y? Weil das die Anwendung ist der Faktorregel praktisch. Nicht? Sie haben ein Produkt x mal, wenn dieses y hier jetzt ein Dreier wäre, die Ableitung von 3x ist 3. Die Ableitung von yx ist y. Das ist einfach der Faktor, mit dem ich x multipliziere und bei der Differenziation überlebt er. Ja? Die Funktion selbst, ist das dann ein Z-Wert, der dann zugeordnet wird? Ja, Sie können, wenn Sie das grafisch darstellen wollen, sagen, das ist ein Wert, den ich auf der Z-Achse auftrage. Sie können diese Variable, also diese Zahl, die mir die Funktion ausspuckt, ja, ich füttere ein x und ein y und zurück kriege ich eine Zahl, können Sie natürlich Z nennen, wenn Sie wollen. Aber Sie können natürlich auch eine Funktion betrachten, die ist s ist gleich f von uv. Ja, die Namen der Funktion, der Variablen, der unabhängigen Variablen, da habe ich jetzt zwei davon, und der abhängigen Variable spielen eigentlich keine Rolle. Das ist eine Frage der Konvention. Z, x und y sind natürlich häufig verwendete Variablen. Und Sie sehen, es ist ganz einfach, also das ist, schauen wir das jetzt so hin, 6xy plus y mal Cosinus von xy. Genauso hätte ich auch die Ableitung nach y bilden können, df dy. Wenn ich das tue, dann halte ich x fest
und schaue und betrachte die Funktion nur als Funktion von y. Machen wir das. Das 3x² kann ich stehen lassen, weil das ist ein Faktor jetzt. 3x², übrig bleibt nur das y, aber das y abgeleitet nach y ist 1. Also bleibt hier nur 3x² übrig. Plus, jetzt muss ich wieder die Kettenregel anwenden, das ist der Cosinus wieder von xy. Aber wenn ich xy nach y ableite, was bleibt dann übrig? Dann bleibt x übrig. Ja, also wieder ganz einfach, betrachten Sie einfach die Variable, nach der Sie ableiten, also die eigentliche Variable, und die andere betrachten Sie als eine Konstante. Jetzt können Sie natürlich nicht nur die Ableitungen nach x und y bilden, die ersten Ableitungen, Sie können auch mehrfach differenzieren, partiell. Sie können zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich differenziere jetzt die erste Ableitung nach x noch einmal nach x. Das ergibt mir die zweite Ableitung, also d2f nach dx². Das ist ganz analog zur normalen Ableitung, mit der wir uns schon beschäftigt haben. Schauen wir, was dabei herauskommt in diesem Fall. Also diese Schreibweise kennen Sie ja von der gewöhnlichen Ableitung, nur dass wir wieder dieses kringelförmige d hier verwenden. Schauen wir uns an, was dabei herauskommt. Ich leite das noch einmal nach x ab und kriege dann 6y plus y. Jetzt brauche ich das y ist jetzt ein Faktor, wenn ich das nach x ableite. Das muss ich jetzt noch einmal ableiten nach x. Cosinus abgeleitet, da gibt mir ein Minus Sinus von xy. Und das xy abgeleitet nach x ergibt mir noch ein y, und deswegen mache ich hier ein Quadrat her. Kann natürlich auch nach y zweimal ableiten, aber was hier für die partielle Ableitung etwas speziell ist, dass ich auch die gemischten Ableitungen bilden kann. Nicht? Ich kann eine Funktion davor nach x ableiten und dann nach y. Oder davor nach y und dann nach x. Ich kann hergehen und sagen, okay, ich habe mein df, df dx bereits ausgerechnet und jetzt rechne ich davon noch einmal die Ableitung nach y aus. Das nennt man eine gemischte Ableitung. d2f, Entschuldigung, dy dx. Was heißt das? Das heißt, ich leite davor nach x ab und danach das, was herauskommt, noch einmal nach y. Schauen wir uns an, was für dieses Beispiel dabei herauskommt, und hoffen wir, dass es nicht zu kompliziert ist. Also, das heißt, nimm das, was dabei herauskommt, wenn ich die Funktion davor nach x ableite, und leite danach noch einmal nach y ab. Das heißt, ich muss das nehmen und das nach y ableiten. Was ist das? Ich leite das davor nach y ab, bleibt mir 6x übrig. Ich leite dann den nächsten Term ab. Hier muss ich aber die Produktregel anwenden. Das ist plus Cosinus xy. Ich leite davor das ab und lasse das unabgeleitet. Und dann lasse ich das unabgeleitet und leite das ab, und das zähle ich zusammen. Also plus, hier habe ich dann ein y. Dann muss ich dieses Cosinus ableiten, gib mir ein Sinus, und zwar mit einem negativen Vorzeichen. Jetzt lösche ich das. Das gefällt Ihnen überhaupt nicht, wenn ich was lösche und ersetze, ich weiß das. Und dann kriege ich hier den Sinus xy. Jetzt muss ich noch das Argument nach y ableiten, und das gibt mir ein x. Ich kann es natürlich auch umgekehrt machen. Ich kann die Ableitung nach y noch einmal nach x ableiten und kriege dadurch das df nach dx dy. Das können wir jetzt auch einfach ausrechnen.
ich nehme die Ableitung nach y und leite sie nach x ab. Wenn ich das tue, dann kriege ich hier 6x, nicht, weil x Quadrat abgeleitet ergibt 2x. 2x mal 3 ist 6x. Und dann brauche ich noch diesen Term. Da kriege ich einmal das Cosinus xy. Jetzt mache ich gleich das Minus richtig hin, damit Sie sich nicht ärgern mit mir. Das x lasse ich stehen, aus dem Cosinus wird ein Sinus. Und die Ableitung vom Argument gibt mir hier noch ein y her. Sie sehen, das ist dasselbe. Ob ich jetzt davor nach x oder nach y ableite oder umgekehrt, ergibt mir in diesem Fall dasselbe. Und das ist jetzt kein Zufall, das ist nämlich ein allgemeines Ergebnis und hat auch einen Namen. Das ist der Satz von Schwarz. Und der Satz von Schwarz sagt mir, dass, falls die Ableitung existiert und unter gewissen Bedingungen gilt, dass es auf die, also das ist Satz von Schwarz, da gilt, dass es auf die Reihenfolge der Ableitung nicht ankommt. Also das ist jetzt ein guter Test dafür, dass wir richtig gerechnet haben. Das heißt, wenn nicht das Gleiche herausgekommen wäre, dann wüssten wir, dass wir falsch gerechnet haben. Wenn das Gleiche herauskommt, wissen wir das noch nicht. Wir wissen nur, es könnte auch sein, dass wir den gleichen Fehler zweimal gemacht haben. Ja? Ja? Jo, ist es auch wichtig, ob man nach x zuerst oder danach nach y ableitet, oder ist egal, nach welcher Reihenfolge? Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt. Das ist der Inhalt des Satzes von Schwarz, dass es auf diese Reihenfolge nicht ankommt. Ja, Sie haben hier gesehen, wir haben es in verschiedener Reihenfolge gemacht. Einmal davor x und danach y und danach davor nach y und danach nach x. Und es ist beides Mal dasselbe herausgekommen. Und das ist sogar ein allgemeines Ergebnis, das unter dem Namen Satz von Schwarz läuft. Die zweite Ableitung nach y muss natürlich nicht gleich sein wie die zweite Ableitung nach x. Ja? Wo war die Frage? Da. Woher kommt das Cosinus xy in der Ableitung? Hier. Dieses Cosinus xy kommt daher, dass wenn ich das jetzt nach x ableite, dann muss ich auf diesen Term hier die Produktregel anwenden. Die Produktregel sagt mir, schnapp dir den ersten Faktor, leite ihn ab und lass den zweiten Faktor unverändert und danach machst du es umgekehrt. Und wenn ich mir hier das x schnappe und das ableite nach x, dann ist das 1 und übrig bleibt der Cosinus und das ist der Cosinus, den Sie hier sehen. Ja. Für Ableitungen, also zum Beispiel, wenn man 6 Ableitungen findet, ist das dann das Gleiche? Also wenn man 3-mal x ableitet und 3-mal y, ist das dann auch wieder wurscht, welche Reihenfolge das ist? Ja, ich denke schon. Weil Sie können es ja dann zurückführen auf den Satz von Schwarz. Sie können das beliebig vertauschen. Ja, kann das nicht eigentlich gerade direkt gerade Anzahl? Es müssen gleich viele sein und bei der ungeraden Anzahl, wenn ich zweimal nach x und einmal nach y ableite. Schauen Sie, Sie können sich das, denke ich, selber überlegen. Die Frage war, wenn ich zweimal nach x ableite und einmal nach y, ist das dann dasselbe, egal in welcher Reihenfolge ich das mache? Ja. Meine Antwort ist ja, das sollte schon dasselbe sein, denn Sie können ja dx, dy, dy. Die Frage ist, ob das zum Beispiel gleich ist dem d3f, dy, dx, dy. Das ist jetzt die Frage.
Ja, aber ist das wirklich so? Ich schreibe das jetzt so hin zum Beispiel. Ja, ich schreibe das hin als d 2 dx dy, Entschuldigung, df dy. Das ist jetzt diese Seite. Das ist die Frage. Und hier schreibe ich hin, die andere Seite schreibe ich als df dy. Entschuldigung. D2 dy dx von df dy. Und Sie sehen, das ist schon dasselbe, weil ich betrachte jetzt einfach dieses df nach dy hier, das ist einfach eine allgemeine Funktion. Und wenn ich da den Satz von Schwarz anwende, dann sagt mir der, dass das, diese Ableitung gleich der sein muss. Also Sie können eigentlich das auf den Satz von Schwarz zurückführen, ja? Das heißt, davor nach y, dann noch einmal nach y, dann nach x. Und das ist dasselbe wie das. Und das hier heißt, davor nach y, dann nach x, dann noch einmal nach y. Aber ich habe es jetzt so hingeschrieben, dass Sie da das df dy haben auf beiden Seiten. Und hier differenzieren Sie das, die Ableitung nach y, davor nach x, danach nach y und hier davor nach y, danach nach x. Und das muss gemäß des Satzes von Schwarz dasselbe sein. Und das können Sie auch allgemein wahrscheinlich so machen. Eine Sache, die ich Ihnen noch sagen wollte, ist das Differential. Wir haben das Differential behandelt, wie wir die Ableitung besprochen haben, und sowas gibt es auch für, bitte? Und sowas gibt es auch für Funktionen von mehreren Variablen. Ich schreibe es Ihnen mal, dann erkläre ich Ihnen, was das ist. Und dann wollen wir auch uns ein Beispiel anschauen, das uns zeigt, wofür das Ganze gut ist. Die Frage ist, wenn ich x und y um einen kleinen Wert verändere, um einen kleinen Wert dx und dy, wie verändert sich dann die Funktion, der Funktionswert? Und die Antwort ist, dass der Funktionswert sich dann um die Summe der Änderungen in x und y verändert in erster Näherung. Wir werden noch genauer sehen, warum das so ist, wenn wir über die Potenzreihenentwicklung sprechen. Aber in erster Näherung ist dann die Änderung der Funktion gleich die Summe der Änderung der Funktionen, die zustande kommen durch eine Änderung in x und eine Änderung in y. Und der Proportionalitätsfaktor, das sind jeweils die Ableitungen nach x und nach y. Also die Ableitung sagt mir ja, wie stark sich eine Funktion ändert, wenn ich das Argument etwas verändere. Ich mache sozusagen hier eine lineare Näherung, wenn Sie so wollen, weil ich sage, in einem kleinen Bereich verhält sich meine Funktion linear. Also die Änderung des Funktionswerts, die ergibt sich aus der Änderung, die sich aus der Verschiebung in x-Richtung ergibt und der Änderung in y-Richtung. Und die Gesamtänderung ist einfach die Summe. Also hier ein Stück in x-Richtung und ein Stück in y-Richtung. Und das, wie sich der Funktionswert verändert, also die Höhe über den Boden, das z, das ist die Summe der Änderung. Wenn ich hierher gehe, ändert sich das f ein bisschen und wenn ich nach vorne gehe, ändert sich es noch ein bisschen. Und insgesamt ist die Änderung einfach die Summe. Das nennt man das Differential. So können Sie sich das anschaulich vorstellen. Das Differential können wir dazu verwenden, um festzustellen, um die Ableitung zu berechnen von Funktionen, die in impliziter Form gegeben sind. Zum Beispiel, ich habe eine Funktion f. Sie können sich erinnern, ganz am Anfang, wie wir über Funktionen gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, wie wir Funktionen darstellen können. Und eine mögliche Art der Darstellung war die implizite Darstellung. Die implizite Darstellung
bei der impliziten Darstellung verlangt man, dass eine gewisse Funktion den Wert 0 hat, eine gewisse Funktion von zwei Variablen. Zum Beispiel könnte ich diese Gleichung hinschreiben. Sie wissen, dass das die Gleichung für den Einheitskreis ist, weil alle Punkte, die diese Beziehung erfüllen, x² plus y² minus 1 ist gleich 0, oder was gleichbedeutend damit ist, x² plus y² ist 1, die liegen, das sind die Punkte, die vom Ursprung den Abstand 1 haben. Ja? Alle diese Punkte haben vom Ursprung den Abstand 1, die auf dem Einheitskreis liegen. Das sind die Punkte, die dieser Beziehung genügen, und das sind die, das, die, die Zeichnung, die ich daher gemacht habe, das ist der Funktionsgraph von der Funktion, die implizit durch diese Gleichung hier dargestellt wird. Also in diesem Fall ist das mein Groß F von x und y. Groß F ist einfach ein Funktionsname, und diese Funktion hängt von zwei Variablen ab, x und y. Und indem ich das verlange, stelle ich eine Beziehung zwischen y und x her. Für jedes x beschränken wir uns hier einmal auf den positiven Teil des Kreises. Für jedes x gibt es einen y-Wert. Jetzt möchte ich für diese Funktion die Ableitung ausrechnen, aber ohne das y zu isolieren und in eine explizite Form zu verwandeln. Ich kann das machen, indem ich das Differential dieser Funktion betrachte und feststelle und mir vorstelle, dass ich am Kreis entlang spaziere. Wenn ich am Kreis entlang spaziere, dann ändert sich die Funktion Groß F nicht, die ist überall 0. Das ist ja die Bedingung, die ich erfüllen muss. Das ist das, was ich verlange. Nicht? Wenn ich am Kreis entlang spaziere, dann ändert sich mein F von x und y nicht. Das heißt, mein Differential, das ist die Änderung mit x und y, das muss auch 0 sein. Also in diesem speziellen Fall ist mein Differential gleich 0, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der Kreislinie entlang gehe. Wenn das 0 ist, naja, da habe ich was falsch gemacht natürlich. Das haben Sie gemeint, oder? Das wollten Sie sagen, ja. Jetzt forme ich diese Gleichung etwas um. Ich lasse das df nach dy auf einer Seite und das andere bringe ich auf die andere. Df dx mal dx. Dann dividiere ich durch dx, obwohl ich das nicht darf. Und dividiere auch gleichzeitig durch das. Ich forme einfach hier um und kriege das dy dx und finde heraus, dass das ist df nach dx durch df nach dy. So, das ist eine wichtige Beziehung, die finden Sie in verschiedenen Bereichen der Physik, zum Beispiel auch in der Thermodynamik. Diese Gleichung sagt mir, was die Ableitung von y nach x ist, wenn ich die partiellen Ableitungen der Funktion Groß F kenne. Schauen wir uns an, wie das funktioniert für diesen spezifischen Fall. Ja, was ist das? Ich habe hier ein Minus. Df nach dx ist 2x. Df nach dy ist 2y. Muss ich hier in den Nenner schreiben. Den Zweier kann ich kürzen und ich finde, dass die Ableitung x durch y ist. Und das stimmt, können wir ganz leicht überprüfen. Haben wir schon einmal, so, ob es so grob stimmt. Wenn ich hier große x-Werte habe in der Nähe von 1, dann ist die Tangente steil und stark negativ. Ja, das passt, weil ich habe hier x ist eine positive Zahl in der Nähe von 1, y ist eine Zahl in der Nähe von 0, also ist das eine große Zahl und mit einem Minus davor ist es eine stark negative Zahl. Das ist schon das, was wir erwarten. Wenn wir dann hier raufgehen,
Hier oben ist das Y1, aber das X0, also ist die Ableitung 0. Sie sehen, das haut schon hin. Ja? Sie können ohne die Funktion in eine explizite Form zu verwandeln. Das hätten Sie auch tun können. Sie hätten nämlich das verwandeln können in y ist gleich Wurzel aus 1 minus x Quadrat, ja, und das dann nach x ableiten. Aber wenn Sie das tun, probieren Sie das zum Spaß, dann werden Sie herausfinden, dass genau das als Ableitung herauskommt. Eigentlich wird das dann so ausschauen. Minus x durch Wurzel aus 1 minus x Quadrat. Ja, aber das ist ja dasselbe. Okay, also ich muss jetzt ab. Das war alles, was ich Ihnen erzählen wollte über die partiellen Ableitungen. Gab es da noch eine Frage? Hat jemand geklopft? Ja, ich habe geklopft, hat sich aber erledigt. Hat sich erledigt. Die Zettel, haben Sie die mir zurückgebracht, den anderen Zettel? Ich habe eine ganz kurze Frage, wieso darf man genau nicht durch die x dividieren? Eigentlich? Naja, weil eigentlich das, hier haben Sie ja schon den Grenzwert für Delta x gegen 0 ausgeführt. Dieses dx ist ja eigentlich schon längst 0. Das haben Sie schon gegen 0 gehen lassen. Und deswegen dürfen Sie eigentlich nicht dividieren hier. Dieses dx und das dcf in der linearen Algebra und in der Analysis werden Sie eh sehen, was das wirklich bedeutet. Aber für uns hier, ich glaube auch der Anschauung hilft es, wenn ich mir vorstelle, dass das dx und das dy und auch das df einfach kleine Abschnitte sind auf der x- und y-Achse und auf der z-Achse. Und ich verabschiede mich für heute und wir werden uns morgen wieder sehen. Ich schaff schon. Also auf Wiedersehen. Ich fange jetzt mit der Integration an. Und zwar mit dem bestimmten, mit dem unbestimmten Integral. Die Integration besteht darin, dass man zu einer gegebenen Funktion f, die von x abhängt, eine Funktion finden will, die als Ableitung die gegebene Funktion angibt. Also wenn wir bei der Differenziation sind, dann suchen wir die Ableitung von der gegebenen Funktion und bei der Integration suchen wir die Funktion f von x, die gegeben ist als Stammfunktion von der ursprünglichen Funktion. Als Beispiel hätten wir eine Funktion f, die, sagen wir mal, x zum Quadrat ergeben sollte. Wenn wir jetzt an x hoch 3 durch 3 ableiten, kommen wir auf 3 mal x Quadrat dividiert durch 3 und das wäre dann die Funktion, die gegeben ist. Rein formell sollten wir eigentlich schreiben, die Funktion f von x ist das unbestimmte Integral von der Funktion f von x dx plus eine unbestimmte Konstante. Und das ist die Integrationskonstante. Die Integrationskonstante kommt ins Spiel, weil wir bei der Ableitung die Konstanten nicht mitnehmen. So zum Beispiel eine Funktion f von x gleich x Quadrat und eine andere Funktion g von x gegeben durch x Quadrat plus 10, die gleichen Ableitungen haben. So, f von x abgeleitet ist 2 mal x und g von x abgeleitet ist genauso 2 mal x. Also die Ableitungen der zwei Funktionen unterscheiden sich nicht,
Also sind die Staubfunktionen von den Funktionen verschieden. Also, was wir haben, ist eine Funktion, eine Stammfunktion, die mit einer Konstante versehen ist, die wir von vornherein nicht kennen. Und wenn wir zwei verschiedene Stammfunktionen haben, angenommen, das wären die Funktionen f von x und f tilde von x, wenn wir jetzt diese zwei Funktionen, die Differenz von den beiden Funktionen ableiten, so, d nach dx von f minus f tilde, was wir herausbekommen, ist die Ableitung von der ersten Funktion nach dx und die Ableitung von der zweiten Funktion nach dx. Und das ist nichts anderes als die Differenz von der ursprünglichen Funktion. Und das ist 0. Das heißt, die Funktion f tilde können wir jetzt als die Funktion von f plus irgendeine Konstante hinschreiben. Und das ist der einzige Unterschied zwischen zwei verschiedenen Stammfunktionen, die wir haben. Um die Konstante zu bestimmen, brauchen wir normalerweise irgendeine Bedingung, eine Anfangsbedingung, eine Randbedingung. Und mit dieser Randbedingung wird diese Konstante bestimmt. So, zusammenfassend müssen wir festlegen, dass zu jeder stetigen Funktion es unendlich viele Stammfunktionen gibt, die sich nur durch eine Konstante unterscheiden. Dass zwei beliebige Stammfunktionen dass die Differenz zwei Das wäre zu der Differenz zweier verschiedenen Stammfunktionen, wenn wir annehmen, dass wir zu einer Funktion hier, irgendeine Funktion f, die kann zwei verschiedene Stammfunktionen haben. Und diese zwei verschiedenen Funktionen f und f tilde, die unterscheiden sich nur durch eine Konstante. Und das zeigt man damit, dass man die Ableitung davon nimmt. Und wenn die Ableitung davon 0 ist, dann ist es eine Konstante, sonst würde da was anderes stehen. Also können wir die zweite Funktion als die erste Funktion ausdrücken, plus irgendeine Konstante, durch die sich die zweite Funktion von der ersten unterscheidet. Kurze Frage, und zwar eigentlich bei g'x wäre da nicht ein plus c nötig, weil wir eben, wenn wir es... Nein. Der Strich. Ja, es fällt dann weg, aber normalerweise ist es ja dann so, dass wir, wenn wir eine Umstände haben, dass wir eigentlich ein C brauchen, weil wir nicht wissen, ob noch hinten dran was kommt, oder? Nein, bei dem Integral schon. Im Skriptum finden Sie einige Beispiele der unbestimmten Integrale. Sonst findet man sie in den Formelsammlungen oder in der Mathematica beziehungsweise im Internet bei Wolfram. Und wir machen das weiter mit dem bestimmten Integral. Bei dem bestimmten Integral suchen wir die Fläche unter einer Kurve. So, wenn wir jetzt irgendeine Funktion haben, f von x, auf irgendeinem Intervall von a bis b suchen wir die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse einschließt. Und das ist die zweite Aufgabe der Integralrechnung.
Um diese Fläche auszurechnen, teilen wir unser Intervall, unser bestimmtes Intervall von A bis B in kleinere Abschnitte. Delta x. Delta x ist dann definiert als b minus a durch n, n kleine Abschnitte. Und diese Fläche dann setzt sich zusammen, die Fläche nenne ich mal SAB. Und die ist dann die Summe der einzelnen Streifen, die durch Delta x und die Funktion hier an der Stelle Delta x geht von xi minus 1 bis xi. Also SAB ist dann die Summe über die einzelnen Flächen S1, S2 und so weiter. Und das ist Summe über i gleich 1 bis n si. Wenn wir jetzt jeden einzelnen Streifen betrachten, das wäre der Streifen si, abgegrenzt durch die Funktion fi, und der geht von xi minus 1 bis xi. Dann ist die einzelne Fläche si gegeben durch Delta x f an der Stelle xi. Also so ein Rechteck minus eine kleine Fläche, die ich jetzt ai nenne. Und diese kleine Epsilon i ist der Fehler, den ich mache, wenn ich meine Streifenfläche als das hier annähe. Also wenn ich SAB ausrechne, kann ich schreiben, dass es gleich der Summe über i gleich 1 bis n Delta x f an der Stelle xi plus epsilon i. Und das kann ich dann in zwei Terme aufteilen. Delta x f an der Stelle xi plus epsilon i. Ja. Wenn ich f von xi nehme, also Delta x mal f von xi, wieso rechne ich dann plus epsilon i? Weil es. Ja. Es ist irgendein Fehler, der, wenn ich von vornherein nicht weiß, wie die Funktion abläuft, dann kann es zum Beispiel so aussehen. Dann ist es ein Plus. Aber ich weiß nicht, ob es positiv, ob der Beitrag positiv oder negativ wird. Also schreibe ich erstmal ein Plus, weil ein Minus könnte ich dann hier in Epsilon reinschreiben, als zum Beispiel Epsilon i würde minus 0,1 haben als Wert. Ja, und je schmäler die Streifen werden, desto kleiner der Beitrag von den Epsilons. Und wenn ich dann die Streifen immer kleiner mache, kann ich S
AB als den Limes von Delta X gegen 0, Summa über Delta X F an der Stelle XI hinschreiben. Und dieser Grenzwert nennen wir das bestimmte Integral. Das bestimmte Integral wird bei dem bestimmten Integral schreiben wir die Grenzen an den oberen und unteren Enden des Integralzeichens hin. Ganz kurz, was steht in der Klammer zum Beispiel? E1 ist gleich minus. Es könnte sein, dass es minus 0,1 ist Quadratmeter. Ist eine Fläche. Ja. Und das ist dann Limes von Delta X gegen 0, Summa über I gleich 1 N Delta X F an der Stelle XI. Natürlich kann die Funktion nicht nur oberhalb der X-Achse liegen, sondern auch unterhalb. Aber es, in dem Fall, wenn die unterhalb der X-Achse liegt, dann gibt es einen negativen Beitrag zum Integral. Als nächstes werden wir den Zusammenhang zwischen dem unbestimmten und dem bestimmten Integral suchen. Und dazu betrachten wir jetzt eine Funktion. F von x. X. F von x. Für ein bestimmtes Integral hätten wir die Fläche zwischen a und b gewählt. Aber in unserem Fall nehmen wir an, dass die Fläche durch irgendeine Variable x abgegrenzt wird. Und was wir zuerst betrachten, ist die Fläche hier, die wir S ax nennen können. Und das ist dann das Integral von a bis x. Eigentlich f von x dx, aber weil wir jetzt x als die Variable betrachten, als eine Variable betrachten, schreiben, können wir auch f von u du schreiben. Oder irgendein Buchstabe, das für eine Variable herhält. Dazu, dann können wir zeigen, dass sax eine Stammfunktion von der ursprünglichen Funktion fx ist. Das heißt, dass die Ableitung von sax gleich f an der Stelle x ist. Dazu addieren wir noch einen kleinen Streifen zu der Fläche. Das heißt, hier betrachten wir noch einen Streifen Delta X, damit ist die Fläche von dem Streifen Delta SAX ist ungefähr gleich F an der Stelle X Delta X. Für Delta X gegen 0 wissen wir, dass der Fehler gegen 0 geht und Delta SAX, wenn wir das jetzt durch
Delta x teilen, bekommen wir den Wert von der Stelle, von der Funktion f an der Stelle x raus. Das ist aber nichts anderes als die Definition von einer Ableitung. Das heißt, das ist die Ableitung von s ax. Das heißt, s ax können wir ja auch schreiben als das Integral von a bis x f an der Stelle u du. Und das ist dann nichts anderes als die Staubfunktion f von der kleinen Funktion f, von dem Integranten. Das heißt, für das bestimmte Integral können wir ausrechnen, dass a bis x f an der Stelle u du gleich der Staubfunktion plus irgendeine Konstante. Zu dieser Konstante, zu der Integrationskonstante, wissen wir, dass das Integral von a bis a, also die Fläche hier, gleich 0 ist. Also ist gleich 0. Und das ist die Staubfunktion an der Stelle a plus irgendeine Konstante. Aus der Gleichung bekommen wir die Konstante raus. Das heißt, die ist gleich minus dem Wert der Funktion an der Stelle, der Staubfunktion an der Stelle a. Und das bestimmte Integral a bis b ist gleich der Staubfunktion an der Stelle b minus der Staubfunktion an der Stelle a. Das wird auch als f von x in den Grenzen von a bis b hingeschrieben. Und dieses Ergebnis hier wird der Hauptsatz der Integralrechnung genannt. So, wenn wir zum Beispiel das Integral von 0 bis 1 von x hoch 3 dx ausrechnen wollen, kennen wir die Staubfunktion von x hoch 3, und das ist nichts anderes als x hoch 4 durch 4. An den Stellen 0 bis 1 ausgerechnet, kommen wir auf ein Viertel raus. Entschuldigung? Wenn eine Konstante dabei ist, x hoch 3 plus 3. X hoch 3 plus 3 dx 0 bis 1. Das wäre dann die nächste Aufgabe, die bei den Grundregeln des Integrierens vorkommt. Aber erst mal die Rechenregeln für das bestimmte Integral. Ich komme noch dazu. Die Rechenregeln für ein bestimmtes Integral sind a bis a, f von x, dx ist gleich 0. Das ist schon klar. Wenn man von einer Grenze ausgeht und zu der gleichen Grenze kommt, dann ist die Fläche dazwischen 0. Wenn wir jetzt ein Intervall a bis c betrachten, f von x dx. Diesen Intervall können wir in zwei aufeinanderfolgende
Intervalle aufteilen, also a bis b, f von x dx plus b bis c f von x dx. Außerdem die dritte Regel ist, dass wenn wir die Integrationsgrenzen vertauschen, dann bekommen wir einen negativen Wert raus. Und zu den Grundregeln des Integrierens, diesmal mit dem unbestimmten Integral. Erstmal die Faktorregel. Die folgt, die meisten Integrationsregeln, die folgen aus den Differenziationsregeln raus, weil das Integrieren nichts anderes als die Umkehrung von dem Differenzieren ist. Und genauso wie bei der Differenziation können wir einen konstanten Faktor a aus dem Integral herausziehen. Das heißt, a f von x dx ist gleich a dem Integral f von x dx. Das ist schon klar. Dann die Summenregel. Wenn wir jetzt Integral von der Summe zwei Funktionen haben, dann können wir das aufteilen in zwei Integrale f von x dx plus g von x dx. Dann, das wäre dann dieses Beispiel da. Das Integral von 0 bis 1 x hoch 3 plus 3 dx. Das wäre dann 0 bis 1 x hoch 3 dx plus ein Integral 0 bis 1 3 dx. Von dem ersten Integral haben wir ausgerechnet, dass das ein Viertel ist. Zu dem zweiten Integral können wir die Konstante, den Konstantenfaktor rausziehen. Was da bleibt, ist ein Integral über 1. Und das ist dann 3 mal x. Die Stammfunktion von 1 ist x in den Grenzen von 0 bis 1. Und das ist ein Viertel plus 3. Und das ist dann 13 Viertel. Die nächste Regel ist eigentlich keine Regel, aber eine Methode, wie man die unbestimmten Integrale vereinfachen kann. Entweder weil man dann die einfacher ausrechnen kann oder dass man die Lösung von dem Integral in einer Tabelle finden kann. So, das ist dann die Substitutionsmethode. Und die Substitutionsmethode besteht darin, dass man die Integrationsvariable x als eine Funktion von irgendeiner anderen Variable ausdruckt, also phi von u. Phi ist eine Funktion, u ist die neue Variable. Dann müssen wir bei dem Integral f von x dx nicht nur die Funktion selbst nach in Terms von der neuen Variablen ausdrucken, sondern auch dx. Dazu brauchen wir die Ableitung von dx nach du. Und das ist
die Ableitung von der Funktion phi an der Stelle u. Das Integral schreiben wir dann als f, also eine Funktion von einer Funktion einer neuen Variablen mal die Ableitung der Funktion der neuen Variablen du. Sieht etwas komplizierter aus, ist nicht unbedingt die einfachste Variante, aber es könnte sein, dass bei manchen Fällen so eine Substitutionsmethode helfen kann. Zum Beispiel. Ja. Also bei dem ist jetzt von der äußeren Funktion das Integral und von der inneren das Differential. Man muss nicht von der inneren das Differential. Von der inneren? Von der äußeren, also f. F ist eine Funktion von statt dem x hier wird die neue Funktion reingeschrieben, also die Funktion von der Funktion wird genommen. Ja, aber von der inneren? Die innere Funktion, das Integral wird von dem Ganzen hier genommen. Im Beispiel wird es klar. So, zum Beispiel. Wir haben jetzt ein Integral, ein halb x Wurzel aus 6 minus 3 x Quadrat dx. Sieht schlimm aus. Wenn wir jetzt u als eine Funktion das hier als u ausdrucken, u ist dann 6 minus 3 x Quadrat ist eine Funktion von u, von x, du nach dx ist minus 6x, das heißt dx ist dann minus du durch 6x. Wenn wir jetzt das hier reinsetzen, kommen wir auf ein Integral von 1/2 x. X lasse ich erstmal stehen. Wir sehen noch wieso. Minus u, minus Wurzel aus u. Mal Wurzel aus u minus du nach du durch 6x als der Term von als dx. Hier sehen wir, dass x sich rauskürzt. Und was bleibt, ist ein Integral Wurzel aus u du mit Minus davor. Und das ist etwas, was wir 6, 12. Und das ist etwas, was wir leicht ausrechnen können. Ist 1/18 u 3/2. Wenn wir jetzt noch zur ursprünglichen Variablen x rücktransformieren, kommen wir auf minus 1 durch 18, 6 minus 3 x Quadrat hoch 3/2. Damit es noch klarer wird, noch ein einfacheres Beispiel. Betrachten wir Cosinus Omega t plus Phi dt.
Frage? Ja. Wurzel aus U, Integral von Wurzel aus U ist gleich, nehmen wir Integral von U hoch 1/2 und das ist dann 1/2 plus 1 durch 1/2 plus 1. Und das ist zwei Drittel. Aus dem Nenner herausgezogen wird es zu zwei Drittel U hoch 3/2. Und das. Ja, das. Zwölfer minus 1/18, 6 minus 3x². Zu dem hier ein Integral über Wurzel aus u du kann hingeschrieben werden als u 1/2 du. Und die Stammfunktion von einer Potenzfunktion ist nichts anderes als die Variable zu einer Potenz plus 1 dividiert durch einen Faktor von der ursprünglichen Potenz plus 1. Also Integral von xn ist xn plus 1 dividiert durch n plus 1. Und was wir jetzt hier haben, ist nichts anderes als 2 Drittel u hoch 3/2. Und das hier eingesetzt, bekommt, wenn man das hier einsetzt, bekommt man auf, kommt man auf u hoch auf 1 durch 18. Zu dem Beispiel hier, das braucht man irgendwann bei den Schwingungen. Die Substitution wäre Omega t plus Phi. Die Ableitung von U nach dt ist Omega. Damit ist dt gleich du durch Omega. Der Integral, das Integral ausgerechnet, ist Cosinus U du durch Omega und ein Integral über Cosinus ist, nicht, ist ein Sinus, also ist es ein Sinus U durch Omega und die Rücktransformation ergibt Sinus Omega T plus Phi durch Omega. Die partielle Integration fange ich jetzt nicht mehr an. Das sind 20 nach 12. Deshalb teile ich jetzt mal die Fragebögen aus. Ich nehme mal einen Teil hier.